Gestern gab es eine ziemlich interessante Frage unter einem meiner Blogbeiträge, und zwar: Alex, was machst du eigentlich, wenn deine Mieteinnahmen sinken, wenn es eine Finanzkrise gibt? Ja, was mache ich also, wenn meine Mieteinnahmen einbrechen, wenn ich vielleicht Leerstand habe aufgrund einer Finanzkrise? Wie reagiere ich dann und welche Tipps habe ich vielleicht für euch? Für alle unter euch, die neu auf meinem Kanal sind, ich bin Alexander Raue vom Vermietertagebuch, deinen YouTube-Kanal zum Thema Immobilieninvestments. Abonniere gerne meinen Kanal, wenn du dich für Immobilieninvestments interessierst. Und jetzt geht's zum heutigen Beitrag. Generell muss ich sagen, auf die Frage, was mache ich, wenn meine Mieteinnahmen einbrechen oder zurückgehen, weil es eine Finanzkrise gibt. Ich gehe nicht davon aus, dass es eine Finanzkrise gibt, weil die wird jetzt schon seit 5, 6, 7, 8 Jahren herbeigesprochen. Alle sagen immer, nächstes Jahr gibt es die Finanzkrise oder die kommt demnächst. Und bisher ist noch nichts passiert. Klar, die Märkte sind ziemlich heiß, aber keiner hat eine Glaskugel, wann hier irgendwas crasht, wann der Aktienmarkt crasht, wann der Finanzmarkt crasht, wann der Immobilienmarkt crasht. Alle haben ja auch schon vor 3 Jahren gesagt, wir haben überall Blasen und trotzdem steigt es weiter und es wird auch noch so weitergehen, weil ich gehe davon aus, durch die momentane Politik der EZB mit den Niedrigzinsen wird sich da eine ganze Weile auch nichts tun, weil die Politik hat immer noch keine Antwort auf die Finanzprobleme und demzufolge wird sie versuchen, sich weiter so durchzuwursteln und demzufolge wird es da auch keine Änderung erstmal geben. Also ich gehe nicht davon aus, dass es eine Finanzkrise gibt. Wenn es aber doch dazu kommen sollte und das vielleicht auch Auswirkungen auf meine Mieteinnahmen hat, weil klar, wenn es eine Krise gibt und Unternehmen vielleicht pleite gehen, Mitarbeiter entlassen und dadurch einige Leute ihre Miete nicht mehr zahlen kann, ist die Frage: Was passiert denn bei mir? Was passiert mit meinen Mieten, in meinem Portfolio, mit meinen Mietern? Und dazu muss ich sagen, ich mache mir da eigentlich sehr, sehr wenige Sorgen, und zwar aufgrund von 3 Punkten. Der erste Punkt ist, der Mietermarkt, der hat ja verschiedene Levels, das heißt verschiedene Stufen mit verschiedenen Mietniveaus, mit verschiedenen Wohnungen. Das heißt, es gibt Wohnungen, die sehr günstig vermietet sind für 100 bis 200. Dann kommen die nächsten, die für 200 bis 300, dann 400 bis 500 vermietet sind. Das heißt, es gibt verschiedene Stufen, was die Mietpreise angeht. Und wenn man jetzt davon ausgeht, also ich vermiete ziemlich weit unten auf der unteren Skala bei den kleineren Wohnungen, also sage ich mal 200 bis 300 Euro Kaltmiete haben viele von meinen Wohnungen, einige sogar weniger. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass es eine Finanzkrise gibt und der Markt crasht, dann crasht ja nicht nur ein bestimmtes Segment. Das heißt, es gehen ja nicht nur die Leute von einer Mieterschicht pleite, sondern dann crasht ja wirklich der ganze Markt, weil dann gibt es halt einen Dominoeffekt und hätten ja alle Leute Probleme. Das heißt, nicht nur die in meinen günstigen Wohnungen sind, hätten Probleme, sondern auch die darüber. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, wenn sich jemand meine Wohnung, die meinetwegen 200 bis 300 Euro Kaltmiete kostet, nicht mehr leisten kann, ja, wenn er quasi die nächstgünstigere Wohnung nehmen muss, dann verhält es sich ja genauso mit den Mietern, die in der Mieterschicht über mir sind. Das heißt, die Leute, die 300 bis 400 Euro vorher gezahlt haben und das sich jetzt nicht mehr leisten können, die müssen jetzt auch eine günstigere Wohnung nehmen und die würden dann meine Wohnung für 200 bis 300 Euro mieten. Oder vielleicht noch welche, die weiter oben sind. Das heißt, alle würden quasi eine Etage oder 2 Etagen weiter runterrutschen, bis es unten quasi nichts mehr gibt. Und nur ganz oben bei den Luxuswohnungen, die würden dann vielleicht frei bleiben. Das heißt, der ganze Mietermarkt würde sich einfach nach unten verschieben. Aber frei bleiben würde eigentlich nichts, weil nur wenn es eine Krise gibt, heißt es ja nicht, dass die Leute aufhören zu wohnen. Weil gewohnt werden muss immer. Das heißt, die Wohnungen werden auch nach wie vor gebraucht. Nur die Leute können sich dann vielleicht nicht mehr ganz so teure Mieten leisten, werden also in Wohnungen einziehen, die ein bisschen günstiger sind. Das heißt, wenn meine Wohnungen leer wären, dann werden da einfach welche einziehen, die von ein bisschen weiter oben kommen. Da allerdings, und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, meine Wohnungen schon sehr, sehr günstig vermietet sind, also die schon irgendwo am Boden sind, weil ich teilweise sehr, sehr wenig Kaltmiete nehme, weil ich natürlich nicht in den besten Lagen vermiete und auch kleinere Wohnungen habe, ist das quasi schon fast das unterste Level bei meinen Wohnungen. Und wenn da wirklich die Leute arbeitslos werden, wenn sie die Miete nicht mehr bezahlen können, dann wird die Miete ja meistens auch vom Amt übernommen, vom Arbeitsamt, vom Sozialamt, Hartz IV, wie auch immer. Das heißt, die Miete wird von denen übernommen und dann bekomme ich halt die Miete vom Amt statt halt vom Mieter. Und wenn das Amt die Miete auch nicht mehr zahlen kann, weil sowieso alles zusammenbricht,
Ja gut, dann sind wir sowieso alle im Arsch und darum muss ich mir eh keine Gedanken machen. Dann fragt sich nur, wer mehr und wer weniger am Arsch ist. Das heißt, das ist der zweite Punkt. Meine Wohnungen sind so günstig, dass die auch vom Sozialamt bezahlt werden. Wenn der Mieter quasi seinen Job verliert und nicht mehr selber bezahlen kann, dann springt einfach das Sozialamt ein und ich bekomme das Geld von denen. Ich habe jetzt schon den einen oder anderen Hartz-IV-Empfänger in meinen Wohnungen drin. Die Miete bekommen vom Amt immer pünktlich, teilweise sogar früher als bei der arbeitenden Bevölkerung. Das heißt, damit habe ich eigentlich noch keine schlechte Erfahrung gemacht, wenn man mal meinen Problemmieter, der sowieso ein Sonderfall war, außen vor nimmt. Der dritte Punkt allgemein, wenn es denn doch mal zu Leerstand kommt, was ich dann mache, also wenn wirklich der Mieter aussieht und ich niemanden finde, der nachziehen will. Dazu hatte ich ja schon mal ein Video gemacht, wie ich mit Leerstand umgehe. Das verlinke ich mal hier oben. Generell habe ich ja immer noch das Mittel, einfach auch die Mieten zu senken. Das heißt, die sind zwar jetzt schon auf einem niedrigen Niveau, aber dadurch, dass ich so weit in der Wert eingekauft habe und eine hohe Rendite habe, könnte ich immer noch die Miete senken, um dann vielleicht noch ein anderes Klientel anzusprechen oder um Leute anzusprechen, die halt weniger Budget haben für ihre Mieten, sodass ich immer Mieter in meinen Wohnungen drin habe. Das heißt, wenn man mit hoher Rendite einkauft, hat man einfach viel mehr Spielraum. Aber wie gesagt, schaut euch dazu einfach das andere Video an. Das ist der dritte Punkt, wie ich quasi Leerstand vermeide, auch wenn die Leute bei mir ausziehen und ich Nachmieter brauche. Gut, und der letzte Punkt, der vierte Punkt, ich habe sogar vier Punkte, ist, wenn die Leute wirklich ausziehen und ich keine Nachmieter finde für eine begrenzte Zeit, ich meine, Finanzkrisen gehen ja auch nicht ewig, dann muss man halt überlegen, wie viel Puffer hat man in seinem Portfolio, weil es ist ja unwahrscheinlich, dass wirklich alle Mieter gleichzeitig ausziehen, dass man wirklich komplett Leerstand hat. Eine gewisse Leerstandsquote hat man immer, da kommt man gar nicht drum herum, egal in welcher Lage man ist. Die meisten Investoren planen 5% Mietausfall mit ein. Das heißt, dass sie Rücklagen bilden, um Mietausfall für 5% buckeln zu können. Und wenn ich mir mein Portfolio anschaue, dann hätte ich sogar Puffer bis 24%. Das heißt, 24% meiner Wohnungen könnten leer stehen, bevor mein Portfolio plus minus null wird und danach negativ wird. Das heißt, bevor ich selber drauflegen müsste, um dann die Leerstandskosten zu bezahlen. Das heißt, im letzten Step hätte ich sogar noch ein bisschen Puffer in meinem Portfolio. Das heißt, meine anderen Wohnungen fangen das Ganze ein bisschen ab. Das heißt, mein Portfolio ist diversifiziert, trägt sich gegenseitig selbst und demzufolge könnte ich auch noch mehr Leerstand verkraften. Klar, natürlich nicht auf Ewigkeiten, aber zumindest mal um eine gewisse Phase zu überbrücken, bis man dann wieder einen Mieter gefunden hat. Ja, das sind also generell die vier Punkte, wie ich damit umgehe, wenn meine Wohnungen leer werden, vielleicht aufgrund von einer Finanzkrise. Wie gesagt, ich denke nicht, dass die kommt, aber wenn man doch mal ein bisschen mehr mit Leerstand zu kämpfen hat, dann sind das die Punkte, wie ich damit umgehe. Und ich glaube, wie gesagt, als Fazit nicht, dass ich große Probleme mit Leerstand habe oder dass meine Wohnungen lange leer stehen, weil, wie gesagt, gewohnt werden muss immer. Meine Wohnungen sind ziemlich günstig. Das heißt, meine Wohnungen werden eigentlich immer vermietet sein, unabhängig davon, ob sie jetzt von jemandem bezahlt werden, der arbeiten geht, oder ob sie dann vom Amt übernommen werden. Ja, wie denkt ihr darüber? Was macht ihr, wenn es eine Krise geben wird? Wie sicher denkt ihr, sind eure Mieten? Und was macht ihr, wenn eure Mieter ausziehen und ihr vielleicht Probleme habt, einen Neumieter zu finden? Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Vielleicht habt ihr ja auch noch ein paar coole Tipps, die mir auch weiterhelfen würden. Und ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst wie gesagt ein Like da. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid, dann abonniert gerne meinen Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis bald!